Und im Interview, das wir gestern aufgezeichnet haben, da hat uns Rita verraten, wie sie denn überhaupt zur Volksmusik gekommen ist. Rita, was ist das für ein Gefühl, der neue Volksmusikstar zu sein? Es ist ein tolles Gefühl. Musik ist mein Leben. Ich habe schon als Kind im Kirchenchor gesungen. Was ist so ein Lud? Siehst du, das habe ich dir doch gleich gesagt. Wieso denn jetzt, Rita? Ich denke, der Song ist... Das kann doch gar nicht sein. Ja, dann würde ich sagen... Tanja! Die Sendung verpasst. Ich finde nicht, dass wir was verpasst haben. Du? Ich hätte schon gern gehört. Außerdem muss ich jetzt noch mal duschen. Und ich brauche was zu trinken. Auch eine Erfrischung gefällig? Was ist das denn hier? Das ist doch Tanjas Song. Ja. Und warum stehst du dann als Interpretin da drauf? Ich dachte, Tanja kennt doch niemand und wir wollen doch alle, dass es ein Erfolg wird. Weil dich jeder kennt, oder was? War das jetzt alles gelogen? Du gehst mit Tanja ins Studio. Aber ihr seid doch beide am Gewinn beteiligt. Das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß, ich hätte es dir vorher sagen sollen, aber ich hatte Angst, dich zu verlieren. Ich komm jetzt mal auf, was soll das denn? Tanja hätte diesem ganzen Druck doch niemals standgehalten, aber wir zwei, du bist doch ein super Manager, das hast du doch bewiesen. Wir beide, wir gehen auf Tournee und... Du spinnst doch! Hast du im Ernst geglaubt, ich mach dabei mit? Tanja ist meine Freundin. Damit kommst du nicht durch. Aber wenn jetzt der Flakon nicht ganz so aufwendig ausfällt, dann könnte man doch dafür vernünftige Zutaten verwenden. Ich verstehe Sie sehr gut. Ein Buch beurteilt man ja auch nicht nach seinem Einband. Ja, genau. Bei uns läuft es leider etwas anders. Der Flakon und die Verpackung verkaufen den Duft. Und man braucht einen Promi als Zugpferd. Ich stehe bereits mit einem Supermodel in Verhandlung. Wenn die ihren Namen zur Verfügung stellt, dann geht die Post ab. Ganz ehrlich... Begeistert bin ich nicht. Alle meine Kreationen basieren auf Rosenöl. Aber gut, wenn das nicht geht, dann... Ich kann ja meine Rosenparfums auch in Eigenregie weiterentwickeln. Das wird leider nicht gehen. Sie arbeiten exklusiv für uns. Wie bitte? Frau Tarasch. Wir sind zwar ein florierendes, aber international gesehen eher kleines Unternehmen. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine Parfümeure für die Konkurrenz arbeiten. Habt ihr denn gar keine Freiheiten mehr? Frau Tarasch, Sie sehen das ein bisschen eng. Immerhin hätten Sie einen festen Arbeitsplatz. Das ist heute sehr viel wert. Ich punche also irgendwelche fragwürdigen Substanzen für einen Flakon zusammen, der dreimal so viel kostet wie der Inhalt und das Allermeiste geht für das Supermodel drauf? So würde ich das nicht nehmen. Das mache ich nicht. Nicht mit solchen Zutaten und schon gar nicht zu diesen Konditionen. Jetzt. Ich habe beim Aussortieren von Jörns alten Hemden total die Zeit vergessen.
Außerdem habe ich vor der Arbeit noch was vor. Ich würde auch so gern zur Arbeit gehen. Das können Sie doch bald wieder. Ich komme mir einfach so nutzlos vor. Wenn doch diese schreckliche Frau nicht mehr... Das ist doch bald ausgestanden. Sobald Johann als Ihr Vater anerkannt wird, kann ihn die Heilberg nichts mehr anhaben. Hm? Ich freue mich so sehr, dass wir morgen meine Mutter abholen. Dann kann sie die Unterlagen unterschreiben und dann bin ich endlich richtig frei. Ne? Ja. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Ich bin so gespannt, wie sie reagiert, wenn sie erfährt, dass sie in Zukunft eine Tochter mit einem fremden Mann haben wird. Ja, bin auch sehr gespannt. Aber sie wird doch nichts dagegen haben, oder? Ach nein, so wie sie mir ihre Mutter geschildert haben, bestimmt nicht. Also, bis später. Bis später. Sie Trottel. Oh, Frau von Heidenberg, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ich habe Sie leider nicht gesehen. Sie haben mich ganz genau gesehen. Wenn Sie meinen. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Passen Sie auf, ja? Sonst haben Sie bald ganz viel Freizeit. Für Ihre Frau und für die kleine Schwarze. Apropos, wo steckt ihr überhaupt? Das wissen Sie doch sicher. Was? Ich habe heute leider einen schlechten Tag. Ich habe Sie ganz schlecht verstanden. Mein Gott, nicht nur blind, sondern auch noch taub. Werner sollte sich nach einem gesunden Gärtner umsehen. Also, wo ist er mir? Selbst wenn ich es wüsste. Ihnen würde ich es ganz ehrlich sagen. Ah, dann habe ich ja wohl doch ins Schwarze getroffen. Einen Dreck haben Sie. Falls Sie sie zufällig sehen, richten Sie einen schönen Gruß aus. Sie kann schon mal anfangen zu packen. Ich sage Ihnen nur eines, lassen Sie das Mädchen in Ruhe. Ah. Dann liegt Ihnen also doch was an ihr. Ist was an den Gerüchten dran, dass Sie sich ihr unsittlich genähert haben? Das eine sage ich Ihnen. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass Sie dem Mädel nichts mehr antun. Wenn die erstmal zur Familie gehört, dann... Ach. Wollen Sie die etwa heiraten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ihrer Nonne gefällt. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Oder wollen Sie Samir adoptieren? So läuft das. Man muss sich eben anpassen. Soll ich den Job doch annehmen? Schon allein wegen Felix. Er wird ganz schön enttäuscht sein von mir. Will ich das? Aber wenn ich für Dexter arbeiten würde, müsste ich mich total verbiegen. Und meine Kreationen könnte ich auch vergessen. Will ich das? Robert wusste, dass es so kommen wird. Er kennt mich eben. Vielleicht sogar besser als ich mich selbst.